Proteste sind am Montagabend in Los Angeles ausgebrochen, nachdem erneut ein Afroamerikaner bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen war. Wie mehrere Medien berichteten, habe das Opfer Dejon Kizzy, dessen Name immer wieder von der demonstrierenden Menge gerufen wurde, einem Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen, nachdem die Beamten ihn wegen eines Verstoßes gegen die Radfahrvorschriften von seinem Fahrrad geholt hatten. Dabei soll der 29-Jährige eine Waffe fallen lassen haben, wodurch die Polizisten nach Angaben der Behörden dazu veranlasst gewesen waren, auf den Mann zu schießen. Kizzy verlor daraufhin sein Leben. Der Anwalt von seiner Familie teilte mit, dass die Polizisten 20 Mal auf ihn geschossen hätten, obwohl der Mann nicht versucht habe, die Waffe wieder aufzuheben. Gegen welche Radfahrvorschriften Kizzy genau verstoßen haben soll, konnte die Polizei nicht sagen. Auch zu den beiden beteiligten Beamten machte ihr Sprecher keine näheren Angaben. Bodycams sollen sie demnach nicht getragen haben.